Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake. Dieses Mal müssen wir alleine unterwegs sein, denn Aerith ist ja bei der guten Madame M. Und dementsprechend können wir gerade nicht viel machen, außer ja, mal gucken, was uns hier die Welt so anbietet. Ich glaube aber, ich habe beim letzten Mal eine Fehlinformation gegeben, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir können hier immer noch beeinflussen. Na Quatsch, ich glaube, Aerith ist fertig, aber wir können jetzt, glaube ich, beeinflussen, wie Cloud aussieht, indem wir hier alles Mögliche noch machen. So, was ist los, Chocobo Sam? Gratuliere, Champ. Madame M hat mir alles erzählt. Wo hast du denn deine Freundin gelassen? Ins Kolosseum schleppst du sie mit, aber abends darf sie sich nicht mit dir vergnügen. Hä? So wie du aussiehst, hat dir Madame M schon tüchtig den Hintern versohlt, was? Du bist stark, das muss ich dir lassen. Aber irgendwie fehlt da noch was. Du hast noch einiges zu lernen. Weißt du, was ich meine? Nutz diese Gelegenheit, um dir einen Ruck zu geben. Entwickle dich weiter, als Mensch und als Mann. Kann nicht schaden, wenn du jemanden hast, den du beschützen willst, oder? In diesem Sinn, ich hätte da gerade etwas, um das du dich kümmern könntest. Wenn's mir die Wartezeit verkürzt. Na also, der Anfang ist getan. Ich glaub an dich. Du schaffst das schon. Eine Auftragsliste. Uiuiuiui. Okay, dann atemlos durch die Nacht. Abschied für kurze Zeit. Oh, sorry. Ja gut, dann schauen wir doch mal, was wir so machen können. Einmal hier. Oh, jawoll. Moin. Willkommen im Fitnessstudio. Mann, oh Mann. Ich hab dich schon erwartet. Ich bin Jinan, der Trainer. Tut mir leid, dich gleich damit zu überfallen, aber würdest du dich mit unseren Mitgliedern messen? Ernsthaft, Chef? Dem halben Hemdchen geht doch sicher sofort die Puste aus. Das sollten wir auf einen Versuch ankommen lassen. Oder, Cloud? Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich bin jederzeit bereit. Lust auf einen Wettkampf bekommen? Aber klar. Du willst dich mit einem Muskelpaket wie mir anlegen? Bist du dir wirklich sicher? Was wirst du bereuen, du Hungerhaken? Schluss mit dem Geschwätz. Der Wettkampf wird mit Kniebeugen entschieden. So ist das hier Brauch. Also, auf los geht's los. Ich lass dich auf keinen Fall... Okay, Kniebeugen-Duell Teil 1. Orientier dich an den Hilfssymbolen, bla bla bla. Okay, also ich muss jetzt die Tasten drücken, die mir immer angezeigt werden. Und je nachdem, irgendwann wird es auch unsichtbar, aber ich muss dann quasi selbst irgendwie den Takt haben. Jetzt nicht schlapp machen. Traumhaft. Das sieht gut aus. Weiter so. Ich werde jetzt mal kurz nicht reden, weil ich da ein bisschen hinhören muss. Das sieht gut aus. Form vollendet. Weiter so. Traumhaft. Jetzt nicht schlapp machen. Das sieht gut aus. Form vollendet. Traumhaft. Weiter so. Jetzt nicht schlapp machen. Das sieht gut aus. Jetzt nicht schlapp machen. Form vollendet. Traumhaft. Das wird immer schneller. Traumhaft. Das sieht gut aus. Form vollendet. Jetzt nicht schlapp machen. Form vollendet. Das sieht gut aus. Weiter so. Traumhaft. Jetzt nicht schlapp. Weiter so. Das sieht gut aus. Form vollendet. Das sieht gut aus. Weiter so. Jetzt nicht schlapp. Traumhaft. Jetzt nicht schlapp. Weiter so. Okay, kein Fehler gemacht. Ich denke, ich hätte auch schneller machen können, aber die Musik ist dann doch ein bisschen lauter als der Soundeffekt. 41 zu 14, ja, easy win. Wieso? Wie konnte ich bloß gegen so eine halbe Portion verlieren? Bei Muskeln geht es nicht um Masse, sondern Klasse, mein Freund. Man darf Gegner nicht nur nach ihrem Äußeren beurteilen. Hochmut kommt immer vor dem Fall. Schreibt euch das hinter die Ohren. Danke, dass du mir bei dieser Lektion geholfen hast, Cloud. Und entschuldige die Umstände. Cloud, wir sind hier eine große Familie. Und du bist nun ein Teil davon. Schau jederzeit rein, wenn dir nach Punkten zumute ist. Gemeinsam werden wir dich richtig in Form bringen.
Ja. So, dann weiter geht's. Wir machen direkt nochmal. Wenn dir wieder nach einem Training zumute ist, sprich einfach mit Santos. Santos, bist du das? Du willst ein Duell? Alles klar, dann lass uns loslegen. Fortgeschritten. Glücksboost, rein da. Das wollen wir natürlich auch machen. Wir machen alles. Wir besiegen sie alle. Und auch hier gilt, ich halte mal kurz die Fresse. Form vollendet. Weiter so. Jetzt nicht schlapp machen. Los, jetzt kommt's drauf an. Das sieht gut aus. Form vollendet. Weiter so. Traumhaft. Jetzt nicht schlapp machen. Weiter. Los, jetzt kommt's drauf an. Form vollendet. Traumhaft. Oh Scheiße, ich hab zu früh gedrückt, verdammt. Oh je. Schon hat mich überholt. Ja, und wir fangen natürlich wieder langsam an. Weit, ihr macht das beide super. Traum. Formvoll. Weiter so. Jetzt nicht schlafen. Das sieht gut aus. Ja, der Schweiß muss fließen. Weiter so. Form vollendet. Oh, jetzt nicht schlapp machen. Das sieht gut aus. Weiter so. Ihr schafft das. Das ist auch so fies, ey. Das sieht gut aus. Jetzt nicht schlapp machen. Los, jetzt kommt's drauf an. Boah, Alter, ich hab ganz knapp nur gewonnen, ey. Weil ich mich einfach verkackt habe, ey. So eine Scheiße. Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Ja, das war wirklich ein bisschen zu knapp. Du hast mich besiegt. Du bist unglaublich gut in Form. Dass immer nur ihr den Spaß habt, ist nicht fair. Traust du dir eine Runde gegen mich zu, Cloud? Ja, natürlich. Let's go, auf geht's zum Profi. Willst du dich messen? Jawohl, rein da. Oh Gott, das wird jetzt... Werd mich nicht zurückhalten. Jetzt halte ich direkt die Klappe. Ey, der holt mich halt ein. Ich bin beeindruckt. Ein Wettkampf auf. Was für ein Wunder. Wir lieben dich. Komm schon. Wie all diese Muskeln. Komm schon. Ja. Eins. Ich bin beeindruckt. Ein Wettkampf auf. Was für ein Wunder. Ich kann die Muskeln förmlich jubeln hören. Ich bin beeindruckt. Einfach verkommt. Muskeln sind wunderschön. Was für ein Wunder. Oh shit, genau bei 60 habe ich es verkackt, ey, Wahnsinn. Ah, ja, krass. Naja, 60 sind doch okay. Ich glaube, mein Rekord war 62 oder so. Keine große Sache. Yeah, 60 Stück. Ich hatte ja keine Ahnung, wie stark du wirklich bist. Du hast es echt drauf. Alle mal hergehört. Es ist noch Spielraum nach oben, Leute. Also ran an die Hanteln. Geht klar, Chef. Ja, cool. Dann haben wir jetzt das abgeschlossen. Dann kann ich jetzt auch mal wieder ein bisschen reden. Ah, oh Mann, ey, dass die Soundeffekte so krass leise sind, hätte ich nicht erwartet. So, dann hier können wir auch noch mal reinschauen. Guten Tag. Willkommen. Brauchst du etwas Bestimmtes? Hm? Oh. Bist du etwa dieser Alleskönner? Ich hätte da eine Bitte. Folgendes. Ich möchte, dass du meinen Vater zurückbringst, der in der Kneipe versackt ist. Er ist im Trunkenbold, nicht weit von hier. Hol ihn bitte.
Aber ja, kein Problem, das machen wir. Wir haben Oh. Warte, Cloud. Sam hat mir alles erzählt. Du willst tiefer rennen. Und checkst gerade die Lage auf dem Wallmarkt, richtig? Bei so etwas fragst du am besten mich. Ich kenne die Stadt wie meine Westentasche. Los, erledigen wir gleich als erstes mal diesen Auftrag. Zum Trunkenbold geht's hier entlang. Trunkenbold. Perfekt. Trunkenbold, der beliebte Snack aus den Slums. Jetzt die meisten Gäste sind Stammkunden. So. Reinzukommen. Hey, du kannst doch nicht einfach so hereinplatzen. Warum denn nicht? In der Welt der Erwachsenen gibt es Spielregeln. Jetzt warte doch mal. Guten Abend. Ich stehe bei Shinra Records unter Vertrag. Warte aber immer noch auf meinen ersten Hit. Ist mir in meiner 7-jährigen, dornenreichen Karriere nämlich leider noch nicht gelungen. Aber das soll sich mit diesem Song jetzt endlich ändern. Bitte sehr. Cool, wir haben ein neues Lied gekriegt. Und da ist der Trunkenbold. Du musst der alte Herr sein. Hä? Bist du das? Hatte mein Sohn wirklich so ein Backpfeifengesicht? Backpfeifengesicht? Egal, wir bringen dich jetzt zurück zum Laden. Lass mich. Ich will nicht. Es ist aus. Aus und vorbei. Rede doch keinen Unsinn, alter Mann. Ich kann dir helfen, du wirst sehen. Oh, meinst du wirklich? Es ist so, ich habe gegen den Inhaber des Materialladens eine Wette verloren. Und jetzt hat er mir meine kostbare Quelle der Inspiration einfach so weggenommen. Was? Meine Quelle der Inspiration. Solange ich sie nicht wiederbekomme, ist es sinnlos, dass ich zum Laden zurückkehre. Verstehe. Also eigentlich nicht, aber ich muss für dich also lediglich diese Inspirationsquelle wiederbesorgen, richtig? Das haben wir gleich, alter Mann. Hey du, solltest du ihm nicht hinterher? Ja, ja. Ich gewinne und du trinkst. Aber der ist doch ganz schön schnell, ey. Mensch, Johnny. Chocobo Popcorn, holt euch euer Popcorn. Wo war der noch gleich? Ja. Wo ist er denn jetzt? Hä? Mann, ich verlaufe mich hier immer. Vor allem, weil die Kamera so nah an Cloud ist. Ah, da. Ich habe ehrlich gesagt. Hier liegt was in der Luft. Sehr verdächtig. Als ob es sich hierbei um Magie handelt. Ja, dann wird's wohl hier sein. Hey, warte auf mich! Mein Meister. Das also ist der Materialladen? Was wollt ihr denn hier? Wir sind hier, um die Inspiration des alten Ausstatters wiederzuholen. Ach, das meinst du? Die habe ich dem Alten auf ehrliche Art und Weise abgeknöpft. Die gebe ich nicht so einfach wieder her. Wie bitte? Mal sehen. Wenn ihr etwas für mich erledigt, überlege ich es mir vielleicht nochmal. Und was? Ein Auftrag für richtige Männer. Oh. Ihr sollt mir etwas aus dem Automaten in der Herberge holen. Ihr wisst schon, den Stoff. Herberge? Automaten? Etwa was? Jetzt frag nicht so dämlich. Also, viel Erfolg. Okay, atemlos durch die Nacht. Ich bin schon raus, was es damit auf sich hat. Mann, Johnny. Das Abenteuer der Nacht. Geheimnis? Ich habe da genau... Wenn ich mit Tifa hier wäre, wäre das was anderes. Ja, okay. Gehen wir mal rein, schauen wir mal. Der Automat, wo ist er denn? Okay, da ist der dubiose Automat, aber hier ist noch eine Kiste. Die werden wir natürlich erstmal looten. Oh, Hyper 1. Ja, dann schauen wir doch mal. Was gibt's denn hier so? Dieser Automat ist es. Auf den ersten Blick ist es ein gewöhnlicher Automat. Aber weit gefehlt. Ich verrate dir auch warum. Pass gut auf. Bei dieser Art von Automaten gibt es geheime Tasten. Wo denn?
Das ist ja gerade das Geheimnis. Man bietet sein ganzes Wissen und seine ganze Erfahrung auf, um dann piff, paff, die Sache auseinander zu analysieren, Mann. Nach versteckten Tasten suchen. Je besser die Analysematerie entwickelt ist, desto besser die Ausbeute. Okay. Ich muss hier nichts auseinander analysieren. Das Ding nehme ich leicht auseinander. Oh, na dann zeig mal. Das da? Das soll der Stoff sein? Volltreffer! Du hast gewonnen! Boah, hab ich mich erschrocken. Jetzt haben wir ja, was wir wollten. Gehen wir zum Materialladen zurück. Ja gut, die Analysematerie ist bei mir jetzt nicht so mega hoch, deswegen, ja. Ist zumindest gut, dass wir das gekriegt haben, was wir brauchen. So, dann rennen wir mal zurück. Da. Wo ist er denn? Oh, ist da da. So, moin. Ja, ich gehe schon. Jetzt knallen wir ihm unsere Trophäe. So, bitteschön. Oh, da seid ihr ja. Los geht's. Cloud, hol's raus. Hä? Was soll das denn sein? Hä? Ist es das nicht? Tja, wie soll ich sagen? Tut mir leid. Ich hätte euch nicht damit beauftragen sollen. Nicht zu ändern. Buchen wir es unter Erfahrungsgewinn ab. Am besten, wir vergessen die ganze Sache einfach. Wenn ich etwas für dich tun kann, sag Bescheid. Was die versprochene Belohnung angeht, es tut mir leid, aber die Sache, wegen der ihr gekommen seid, ist nicht mehr hier. Was? Ich sagte doch, tut mir leid. Lass mich überlegen. Der Alte von der Imbissbude müsste die jetzt haben. Aber was will man machen? Beeilen wir uns, Cloud. So viel dazu. Und jetzt zurück an die Arbeit. Die Materia poliert sich nicht von allein. Hey, wenn alles geklärt ist, dann raus mit dir. Auf geht's. Oh je. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn man die Materie auf dem höchsten Level hat. Ich hab's komplett vergessen. Ich glaube, aber dann sagt er, oh super, ja, bla bla bla, aber die Materie ist trotzdem nicht mehr da. Irgendwie sowas, glaube ich. Angebot sind heute gebracht. So. Mein Meister. Willkommen. Nehmt Platz, wo frei ist. Sag mal, du hast doch da etwas vom Typ aus dem Materialaden bekommen, oder? Vom Materialaden? Ach, das meinst du? Ihr steht wohl auf solche Sachen, was? Aber sagt mal lieber, habt ihr Ahnung vom Kochen? Nö, kein Plan. In letzter Zeit schmeckt das Essen irgendwie fade. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Könnte am Feuer im Ofen, am Strom oder der Kühltemperatur liegen. Eines davon müsste es sein. Dem Besitzer einen Rat geben. Vielleicht kann die Materie, Magie einer Materie helfen. Ja, ich würde sagen Glut, ne? Mal überlegen. Was könnte es sein? Wobei, Feuer schüren, Strom erhöhen, Zutaten kühlen. Boah, das weiß ich halt nicht, ne? Zutaten kühlen, maybe? Das liegt sicher an der Frische der Zutaten. Die werden einfach nicht ausreichend gekühlt. Bist wohl eher keine Frostbeule, was? Nun, wenn das so ist, dann schauen wir doch mal, ob wir die richtige Temperatur eingestellt bekommen. Scheint eigentlich ganz in Ordnung zu sein. Bitte. Wohl bekommst. Oh je. Jetzt wird reingehauen! Oh, gar nicht gut. Ach, schade. Er hat es so genüsslich verschlungen, da wollte ich ihn eigentlich nach seiner Meinung fragen. Aber du hast mir wirklich weitergeholfen. Hier, als kleine Wiedergutmachung gebe ich dir einen Gutschein für die Apotheke. Kauf ihm Medizin dafür. Apothekenkupon. Schade, ich weiß leider nicht, was das Richtige war. Vielleicht Strom? Vielleicht Feuer? Keine Ahnung. Na gut, Apotheke. Hey, kotz mir bloß nicht vor die Apotheke, du Esel! Cloud, ich...
Sag mal, gehört der etwa zu dir? Ja, schon. Ach so, du hast einen Gutschein. Ja, dann komm doch erstmal herein. Meine Güte, heute wimmelt es ja nur so vor Patienten. Außer ihm gibt es noch mehr? Ja, ständig kommen Bestellungen für Medizin herein. Wollte eigentlich gerade los, um welche auszuliefern. Mir ist so schlecht. Aber den hier behält man besser im Auge. Was meinst du, könntest du nicht die Medizin für mich ausliefern? So wie du aussiehst, bist du vom Militär oder nicht? Dann hast du doch ganz sicher auch medizinische Grundkenntnisse. Oje. 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 Das trifft sich gut. Mal sehen, womit könnte ich dich denn losschicken? Liefere diese Medizin aus. Sie reicht für eine Person. Halte nach zusammengebrochenen Personenausschau. Sieh dir die Symptome an und verabreiche die entsprechende Medizin. Oje, oje, oje. Oje. Im Kolosseum feuert man. Ja, wo sind die Leute? Warte mal, da war doch auch noch was, ne? Da waren wir noch nicht. Schauen wir doch mal, da müsste, glaube ich, auch irgendeine Truhe oder so gewesen sein. Wenn wir die überhaupt schon bekommen. Nee, wahrscheinlich nicht, weil die uns wahrscheinlich nicht vorbeilassen. Habt ihr euch der Sache? Bist ganz schön neugierig, dass du dich in diese dunkle Seitengasse traust. Weil du so mutig bist, lasse ich dich noch einmal laufen. Ausnahmsweise. Und? Lol. Den neuen etwa auch? Natürlich. Okay. Gut, dann geht es noch nicht. Was ist mit dem da drüben? Hey du Vogel, ist klar, was passiert, wenn du hier schlapp machst, oder? Selbst wenn du hier krepierst, wird dir keiner helfen. Perfekt. Mein Magen. Ich glaub, ich muss sterben. Ich kann dir da leider nicht helfen. Also ist das auf jeden Fall der Falsche gewesen, aber da stand doch Kranker. Wieso konnte ich ihm dann nicht irgendwie Medizin verabreichen oder ihm geben oder so? Ich? Hinter allen Banken steckt doch der Schindler. Müssen wir mal weitersuchen. Wo sind denn die ganzen Kranken? Da wird mir das nicht gern gezeigt. Mal. Hier vielleicht irgendwo? Nee, die sind alle gut aus. Was mit dem? Das sieht eigentlich auch okay aus, finde ich. Was mit dir? Auch nicht. Hä? Chocobon, der beliebte Snack aus den Slums. Jetzt mit noch mehr Geschmack. Hä, als ob da noch keiner... Oh Mann, ey, ich bin so lost. Ich weiß nicht, wo ich bin. Oh, was haben wir denn da? Ein Spielautomat. Oh oh. Das wollte mich einfach umbringen. Hereinspaziert, nur keine Scheu. Der automatisierte Verkauf garantiert... Was ist denn da? Hallo? Wem es schlecht geht, der schleppt sich wohl aufs Abort. Vielleicht schaust du zuerst dort nach. Sieh bei den Läden in der Nähe nach. Okay, ich will erstmal hier die Musik haben. Dankeschön. Ja, aber wo soll denn der Ort sein? Bei den Läden hier in der Nähe ist ja anscheinend auch nichts. Zumindest sehe ich hier nichts. Was mit dir? Kann ich auch nicht interagieren. Auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Soll ich vielleicht einfach mal komplett weggehen? Was ist hier? Ah. Ach, wie im Original, oder was? Im Original musste man auch Medizin zu dem Typen hier bringen. Stand. War der etwa
vergiftet? Ich habe ein Mittel dabei. Lass mal sehen. Das räumt dir mal den Magen auf. Nimm dies bitte. Als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Ups, aber ich glaube jetzt... Schnell, geh besser raus! Perfekt. Hier ist anscheinend, noch eine Musik. Ich glaube, die ist irgendwo woanders, außen. Da, dann schauen wir doch mal. Kann man hier irgendwie außen rumgehen? Nein. Da drüben. Da ist ja eine Musik, die ich nicht habe. Aber wo? Hier hinten. So. Under the Rotting Pizza. So, schön, dann haben wir das auch. Dann können wir mal zurücklaufen. So, moin. Dann ist durch dieses abscheuliche, furchterregende Monsterhaus Clouds Schwert einfach so durchgerattert. Ratatatatam! Ein Haus? Der Junge hat gegen ein Haus gekämpft? Oh, da bist du ja wieder. Geht es dir besser? Fast schon so gut. Was ist mit den Leuten draußen? Ich habe getan, was ich konnte. Danke dir. Warst eine große Hilfe. Wie versprochen bekommst du noch eine Belohnung. Ich habe da gerade was ganz Besonderes auf Lager. Was Besonderes? Nun, eigentlich gehört das ja dem alten Ausstatter. Der Imbissbudenbesitzer hat mir alles erzählt. Ihr seid doch auf der Suche nach dem hier, richtig? Auf der Suche? Der alte Ausstatter? Worum ging's da nochmal? Ach ja! Um seine Inspiration! Ganz genau. Die Ladenbesitzer hier haben schon seit langem ein gemeinsames Laster. Sie kommen jeden Abend zusammen und schließen Wetten mit diversen Preisen ab. Und nach einigem Hin und Her ist das hier bei mir gelandet. Hier, jetzt gehört es dir. Eine Rarität, den bekommt bei weitem nicht jeder. Ein echter VIP-Pass. Naja, auch wenn du ihn jetzt hast, nützt er dir gar nichts. Ist das? Das ist doch! Cloud, lass uns sofort zum Honig... Ich meine, gehen wir zum Trunkenbold zurück. Grüß den alten Ausstatter von mir. Hey, zum Honigtopf? Ist das etwa ein VIP-Pass zum Honigtopf? Die Frage ist, wo ist denn der Honigtopf nochmal? Oh je. Irgendwo... Ich hab doch hier eine Map. Da hinten waren wir auch noch nicht. Was ist denn der Honigtopf? Oder war das hier hinten? Warte mal, wir gehen erstmal hier geradeaus. Dann da hoch. Oh. Eine Kiste. Da wollte ich tatsächlich nicht hin. Ich dachte, da geht's irgendwo hin, aber gut, dann... Gehen wir mal da lang, oder? Da ist der Honigtopf. Hier ist der Honigtopf. Mal gucken, was bringt denn der VIP-Ausweis? Hallo. Moin, ich habe einen VIP-Pass. Herzlich willkommen. Wir sind leider noch in der Vorbereitung für die heutige Show. Nanu, Sie haben einen VIP-Pass? Das ist doch... Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber... Dieser Ausweis ist leider nicht übertragbar und kann nur vom Inhaber verwendet werden. Das ist natürlich schade. Ja gut, dann gehen wir wieder. Ach ja. So, dann gehen wir mal zurück zu dem Ausstatter. Johnny wartet mal wieder schon da. Wir müssen das sofort ausprobieren. So, dann... Hoppala. Ja, bitteschön. Alter Mann, es ist soweit. Wer bist du? Nicht mein Sohn, oder? Wir haben das Ding zurückgeholt. Oh, wahrhaftig, das ist sie, meine Inspiration. Sag mal, das ist doch... Also... Ganz genau, Tag aus, Tag ein... Habe ich den Mädels schöne Kleider geschenkt, bis ich ihn endlich bekommen habe. Den heiß begehrten VIP-Pass für das Honigtöpfchen.
Ich wusste es! Jetzt gilt es, keine Zeit mehr zu verschwenden. Wartet nur, meine Bienchen, ich komme. Ich muss zurück zum Laden Geschenke aussuchen. Und ich begleite dich, alter Mann! Oh Mann. Ja, genau so fühle ich mich auch, Cloud. Keine Sorge, du bist ja nicht alleine. So, dann wieder zurück. Hey. Danke, dass du ihn wieder hergebracht hast. Ich vermute, das war ziemlich nervtötend. Hier, deine Belohnung. Los, Cloud, du bist auch dabei. Jetzt gehen die Recherchen über den Wallmarkt in die entscheidende Phase. Die Arbeit ist getan. Auf alles Weitere verzichte ich gerne. Ich verstehe, wie du dich fühlst. In unbekannte Welten vorzustoßen, ist für jedermann beängstigend. Hä? Jammer, schade, dass wir nicht zusammengehen können. Aber hier werde ich, als Experte in Sachen Wallmarkt, mich mit vollem Einsatz der Erforschung jener Inspiration widmen. Auch um deinetwillen, Cloud. Du kannst dich voll und ganz auf mich verlassen. Ich komme, mein Honigtöpfchen! Wir kommen, Mädels! Alter schützt vor Torheit nicht. Wohl wahr, wohl wahr. In der Tat. Das wäre erledigt. Ich sollte langsam zurück. So. Dann, da hinten ist noch ein Auftrag. Schauen wir doch mal vorbei, wieder bei Chocobo Sam. Moin, Messi. Wie geht's, wie steht's? Schon mit dem Sündenpfuhl vertraut gemacht? Gefällt's dir hier? Hier erlebt man vieles zum ersten Mal. Für mich alles uninteressant. War's das mit Aufträgen? Nein, einen letzten Auftrag habe ich noch. Du willst doch tiefer da rausholen, oder? Ist das eine Drohung? Nicht wirklich. Geh zum Kolosseum. Da erfährst du den Rest. Ja, oh Mann, ey. Und dann nochmal weiter. Körper aus Dynamit oder so stand da gerade. Ich habe gerade nicht genau hingeguckt, nur ganz kurz. Und dann ist es direkt verschwunden. So, schauen wir doch mal. Ups, das ist falsch. Eins zu früh. Hier müssen wir rein. So. Und runter. Ja, natürlich dauert das jetzt hier wieder ein bisschen. Oh Mann. Wobei, nee, oder? Doch. Es ist so künstlich, dieses künstlichste in die Länge ziehen Zeug. So. Moin. Auf dich habe ich gewartet, Champion. Sondermatch, freier Kampf. Sondermatch. Die Plätze sind restlos ausverkauft. Zeig der Meute, was Unterhaltung ist. Tja, bin ich mal gespannt. Und jetzt anschnallen, wertes Publikum. Der unglaubliche Champ Cloud steigt wieder in den Ring. Das wird ein explosives Aufeinandertreffen. Wenn der heißeste Held der Saison auf seinen Gegner prallt, nicht minder heiße Vulkanbomber. Lassen wir es knallen in der Arena. Und jetzt Ring frei. Das sind echt meine Sondergegner, was? Körper wie Dynamit. Das war's dann. Oh. Verzieh dich. Oh. Volle Kraft. Die halten noch mehr aus als gedacht. Oh, Feuerball, okay. Oh, komm, den hau ich noch weg, oder? Geht doch. Und tschüss. Jetzt. Aua. Aua. Ich bin bereit. Oh. Verschwende. Wir haben noch ein klein bisschen mehr. Jetzt gebe ich alles. So, jetzt können wir mal hier draufballern. Bam, und weg mit dir. Ein weiterer Triumph für den Champion. Kein Problem. Er hat Öl in unsere schwelenden Erwartungen gekippt und unsere Begeisterung neu entflammt. Die Menge tobt, das aufgeheizte Publikum ist kurz vorm Abheben. Ich will nur gehen, bitte. Danke. Oh, da ist er ja schon. War mir klar, dass du das packst. Hast du gut gemacht. Das ist dein Anteil. Hier, nimm. Und jetzt raus damit. Was ist mit Tifa?
Ach, Tifa. Der Wildfang, an dem man sich genauso leicht die Finger verbrennen könnte wie an einem Vulkanbomber? Hey. Hatte nicht vor, dich aufs Glatteis zu führen. Hast allerdings trotzdem bewiesen, dass es dir ernst um das Wohlergehen des Mädchens ist. Das habe ich dir beim Kämpfen in der Arena nämlich angemerkt. Bist ja ein ganz Schneller. Und? Hilfst du mir oder nicht? Sehe ich so aus? Ich habe doch klar und deutlich gesagt, dass ich mir keinen Ärger einhandeln will. Aber mittlerweile bist du Manns genug, um den Karren auch ohne meine Hilfe aus dem Dreck zu ziehen und Tifa beizustehen. Hast dich gemacht, wirkst viel entschlossener im Vergleich zu unserem ersten Treffen. Ja? So, meine Lektion ist hiermit abgeschlossen. Aeris müsste eigentlich auch so langsam präsentierfähig sein. Hier ist noch ein Rat für den Weg. Lass eine Frau nie warten. Wenn du Pech hast, geht sie vor Wut hoch wie ein Bomber. Na dann, düsen wir mal wieder zurück zu Aerith, denn wir sind nun fertig. Den ganzen Nebenquests. Jetzt dürfen wir erstmal wieder in den super tollen, nicht existenten Aufzug, der einfach nur dieselbe Ebene abfährt. So, Dankeschön. So, dann schauen wir doch mal, wie Aerith mittlerweile aussieht. Sie müsste ja eigentlich das hübscheste Kleid gekriegt haben. Es sei denn, ich habe irgendwas irgendwie verpatzt, was ich nicht hoffe und auch nicht denke, aber richtig wissen tue ich das erst, wenn ich da bin. Wenn wir es sehen. Jeden Augenblick. Und zwar spätestens jetzt. Cloud! Hier warst du also! Tifa ist... also... alleine schaffe ich das nicht! Beruhig dich. Was ist denn los? Corneo soll sich schon bald die nächste Gespielin aussuchen. Und Tifa ist noch in seinen Fängen. Aber... ich kann nichts für sie tun. Okay. Ich komm mit. Hey, Cloud. Darf ich dich Bruder nennen? Nein. Also, echt dufte, dass du dich um Tifa kümmerst, Bruder. Sag mal, Bruder, wie bist du eigentlich so stark geworden? Ich sagte doch. Wie du kämpfst, ist echt krass, Bruder. So, zack, zack, pick, pack. Ich wäre auch gern so cool wie du, Bruder. Aber wenn's drauf ankommt, gewinnt immer der Romantiker in mir Oberhand. Sag mal, Bruder, hast du vielleicht... Okay, ich oder zieh Bruder. Da mal ab. Naja, du weißt schon. Ich will dich schließlich nicht aufhalten. Geh zurück zu Madame M. Sag Aeris, dass ich was erledigen muss. Sie soll auf mich warten, wenn sie fertig ist. Geht klar! Oh Mann. Ja, weit werde ich eh nicht kommen. Tifas Rettung. Wie das ist gedrückt halt, ne? Guten Tag. Du schon wieder? Ich habe ein Empfehlungsschreiben. Ja und? Das ist nur für Frauen. Die Empfehlung ist für Aeris. Ah, die Frau, mit der du unterwegs warst. Mein herzliches Beileid. Wie auch immer, als Mann hast du ja keinen Zutritt. Ich frage dich nicht um Erlaubnis. Hä? Ich warne dich. Don Corneo ist ein furchterregender Mann. Wenn du hier einen Aufstand machst, wird irgendjemand dafür büßen müssen. Wer das sein wird? Vielleicht jemand, dem du helfen möchtest. Vielleicht aber auch jemand, der gar nichts damit zu tun hat. Verstehst du? So läuft das auf dem Wallmarkt. Euch bleibt noch ein bisschen Zeit, bis die Brautschau anfängt. Wenn du wirklich ein Empfehlungsschreiben hast, dann bring diese Frau hierher. Ich persönlich kann dir aber nur davon abraten. Na gut, dann drehen wir wieder um. Cloud ist doch nicht manns genug, um da rein zu marschieren. Ja, ja. Er hat sich einlullen lassen. Ja, dann hat mir mal wieder die Y-Taste gedrückt. So, und jetzt schauen wir mal, wie Aerith aussieht. Hey, Platz da! Wir sind doch hier nicht im Zoo! Verschwindet! Leine.
bitte. Da bin ich. Wie ausgewechselt. Angeblich steht Corneo auf so eine Aufmachung. Fühl mich wie ein Staubwedel, so bauschig. Ach, wirklich? Hey, Cloud! Entschuldige. Übrigens, Eris, hat er dich meine Nachricht nicht erreicht? Doch, hatte sie. Aber ich konnte nicht warten, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Ich hoffe, dir ist klar, dass du dich hier auf eine gefährliche Sache einlässt. Wer weiß, was dich auf der Brautschau erwartet. Ich kann dich nicht alleine gehen lassen. Alleine? Von alleine war nie die Rede. Hier, komm mit. Wo willst du hin? Madame M. hat mir da so etwas erzählt. Es soll jemanden geben, der dich ganz interessant findet. Hä? Ja, und jetzt kommt der Cringe-Teil. Jawohl, da freue ich mich drauf. Oh Mann, ey, da kann ich's. Das Problem ist, wenn man da halt was verkackt, dann kann man es halt nicht einfach neu versuchen. Außer man speichert vorher. Das ist ja mal ein hübsches Mädchen. Denn man. Das ist ja ein hübsches Mädchen. Ist verliebter. Was hast du gesagt? Kein Grund zur Eifersucht. Hey, Süße! Wie sieht's aus? Kann man sich mal kennenlernen? Oh Mann, ey. Ja, auf jeden Fall kriegt man von Anja ein Ohrringe und die kann man nur kriegen, wenn man, glaube ich, keinen Fehler macht oder maximal einen oder so. Hier sind wir doch. Ganz genau, am Honigtöpfchen, um dir ein Empfehlungsschreiben von Anja zu holen. Wäre das nicht toll? Dann könntest du mich zu Don Corneos Brautschau begleiten. Und Cloud, Frauenkleider würden dir sicher auch super stehen. Was? Madame M. meinte zu mir, es sei total selten, dass Anjan sein Auge auf jemanden wirft. Das heißt, deine Chancen stehen bestens. Moment. Willst du denn nicht auch tiefer befreien? Aber... Keine Widerrede. Dein Einsatz ist schon entschieden, okay? Wir müssen nur noch Einzelheiten besprechen. Anjan soll ein sehr redlicher Mensch sein. Sogar die Madame schätzt ihn. Ich würde sagen, wir versuchen es ehrlich und direkt. Keine Sorge, wird schon schief gehen. Ja dann, oh je. Senkt es sich, oh mein Gott, der schon wieder, ey. Der will unbedingt hier rein. Herzlich willkommen. Ich habe die Ehre, Sie im Honigtöpfchen begrüßen zu dürfen, wo Ihre süßesten Träume wahr werden. Ich möchte mit Anjan reden. Sie müssen Cloud sein. Anjan erwartet Sie bereits. Woher weißt du? Mir wurde aufgetragen, sie zu ihm durchzulassen. Anjan wird sie an der Bühne im Hauptsaal erwarten. An der Bühne? Genau, mein Herr. Gehen Sie einfach geradeaus durch die Tür dort hinten. Oje. Erifs Plan. Oje, oje. Endlich im Honigtöpfchen. Wie habe ich davon geträumt? Alter, wie dem sein Gesicht aussieht. So, hallöchen, ihr Bienen. Schon erwartet. Sie müssen der Kunde sein, der nach Anjan verlangt hat. Sie sind zum ersten Mal hier, nicht wahr? Sollen wir schon mit der Tanzübung anfangen? Tanzen? Warum? Anjan hat eine Tanzübung verordnet. Hier drüben. Komm schon. Moment. Ui. Ja, und jetzt muss ich halt die Tasten drücken, wie die Farben, glaube ich, waren. Ups. Ah, die Farbe hat mich verwirrt. Genau so. Ja, ein schlecht, ein gut und ganz viel größer. Ja, in der Hauptbühne darf es halt nicht so sein. Ja, dann muss ich alles schaffen.
Aber das kann doch nicht ihr erstes Mal gewesen sein, oder? Nochmal üben, nö. Auf zum Fest. Hier geht es entlang. Cloud, schön dich zu sehen. Du steckst voller Überraschungen. Hey, wie möchten Sie bitten, hier etwas zu warten, bis Anjan kommt? Sie sind aber durchtrainiert. Entspannen Sie sich einfach. Willkommen im Honigtöpfchen, Cloud. Du willst eine Empfehlung von mir? Sollst du haben? Also, zeig mir mit einem Tanz, dass du eine würdige Braut abgeben wirst. Mal sehen, ob du mithalten kannst. Ich versuche mein Bestes. Oh, shit. Oh Mann, ich verkack's richtig. Das Problem ist, dass sie sich halt die ganze Zeit bewegen und das immer mal irgendwie voll schwierig ist. Oh Mann.
Aber wenigstens hatte ich keinen schlechten dabei. Naja. Vier gute, oje. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das geklappt hat. Sehr schön, wie ergreifend. Also gut, ich werde mein Bestes geben, um aus dir die heißeste Braut hier zu machen. Ja, dann lasst uns die Show beginnen. Zauberhaft. Oh ja, wir haben die Ohrringe gekriegt. Perfekt. Komm. Perfekt. Wahre Schönheit kommt bekanntlich von innen. Hörst du, Cloud? Es ist egal, ob du Mann oder Frau bist. Leg all deine Ängste ab. Was los? Die Show heute war ja mal echt der Hammer. Jetzt spielen wir als Aerith und warten mal, wo Cloud ist. Du bist ja total auf dem ja schon. Ja, wundert dich das bei der Show? Wir noch ein bisschen. Das war wirklich beeindruckend. Bestimmt. Der Junge schien extrem überrascht. Cloud? Er ignoriert uns. Du bist doch Cloud, oder? Hey, Cloud! Der Mensch muss sich mit Schönheit umgeben, nicht wahr? Los, Vater. Geh nach Hause und schlaf dich auf. Ich hab mich verlaufen. Hey, Cloud! Hör bitte auf. Kein Wort. Nur eins. So nein. Aber du bist so süß. Typische Reaktion einer Frau, wenn man sich schminken lässt. Ja, aber Cloud ist schon putzig. Not gonna lie, ne? Ist schon ganz süß geworden. Ja, dann gehen wir jetzt zu Corneo. Oh. Denn jetzt geht's endlich zum Grande Finale hier. Oh je. Naja, wenigstens merken alle, dass ich eine Trap bin. Also keiner bemerkt, dass ich eine Trap bin. So, jetzt. So, ich würde aber sagen, das war's mit der Folge. Und beim nächsten Mal geht's dann in Corneo seiner Villa weiter. Deswegen bis dahin, euer Guantanamo. Tschüssi.